zum Max Bürkli. Guten Abend, Herr Bürkli. Guten Abend. Aus unserem Publikum, die sind 84. Und ihr sagt ja, für euch persönlich, es gibt Grenzen. Man muss im Spital nicht immer alles überkommen, auch wenn man könnte. Das ist ein Punkt. Und ich glaube, heute geht es ein bisschen in dieser Richtung. Ich bin ja alt und ich kenne viele meiner Kollegen, die machen Patientenverfügungen. Und sie schreiben drin, was sie nicht mehr wollen. Sie wollen nicht mehr an eine Maschine hin, sondern sie wollen in Ruhe sterben, wenn es so weit ist. Die Menschen haben ein eigenes Selbstverständnis, ein Selbstbewusstsein und sind noch ich und entscheiden selber. Und gehen nicht auf Kosten von der Gemeinschaft noch an irgendeine Maschine hin, die dann im Tag Tausende von Franken kostet. Und ich sehe, dass genau diese Bewegung stärker wird. Andererseits gibt es eine zweite Gruppe von Leuten, denen ist einfach nichts genug, auch wenn sie 100'000 Franken, dass sie noch eine Woche oder 10 Tage länger leben. Und ich denke, da ist ein Missbrauch da. Und da ist etwas, was meiner Meinung nach nicht mehr in eine soziale Krankenversicherung gehört. Also. Natürlich, wenn einer etwas will, soll er es haben, aber nicht auf der sozialen Krankenversicherung. Und meiner Meinung nach müssen wir da eine Trennung machen. Es müsste einer in einem gewissen Alter sagen, wie will ich sterben? Will ich alles haben bis zum Schluss? Oder kann ich mich entscheiden? Ich, wenn es Zeit ist, dann gehe ich. Dann müssen wir mit mir nichts mehr machen. Und eine andere Gruppe, die sagt, ich will alles, mit Beweggründen können sie, wie es wollen, die sollen eine Zusatzversicherung zahlen und ihre Kosten selber zahlen. Gut, jetzt ist natürlich, danke Herr Bürkli, jetzt ist natürlich die Frage,